Hallo meine werten Gebäckfreunde. Ich habe zwar schon, keine Ahnung, über 50 Tierlisten auf dem Kanal hier hochgeladen, aber heute ist die erste wichtige. Das ist heute die erste, die wirklich zählt. Heute reden wir über ein wichtiges Thema, nicht über Cartoon-Sachen oder über Game-Sachen. Das widert mich an, wenn ich nur darüber nachdenke. Es geht um Essen. Es geht um eine der essentiellsten Sachen, die die Menschheit zum Überleben braucht, und zwar Gebäck. Wir haben einen Haufen geile Backwaren, die wir einsortieren werden. Weil ich habe eine gewisse Schwäche für Backwaren, falls ich es nicht schon öfters mal am Rande erwähnt habe, was ich wahrscheinlich habe, aber... Oh, so eine die gute Backtheke, die du inzwischen in jedem Laden findest, egal ob Edeka, Rewe, Aldi, Lidl, wie auch immer, reicht man gerne mal zu. Und wenn man sich richtig gönnen will, gehst du rüber zum Bäcker, holst dir da was Feines und denkst dir so, boah, das ist geil. Backwaren, super nice Sache. Und die werden wir heute einsortieren. Ach ja, eine Sache noch. Ich bin Vegetarier. Das habe ich jetzt zum einen gesagt, weil ich das jedem sagen muss, den ich treffe, weil das ist so Gesetz. Aber zum anderen heißt das einfach nur, wenn irgendwas mit einer fleischlastigen Variante ist, ich ersetze es durch die vegane Alternative in meinem Kopf. Naja, nur damit ihr wisst, wie das zusammenpasst, okay? Cool. Sind wir uns ja einig. Das meiste hier ist süßer Kram, also da ist es sowieso egal. Also ihr seid diese Weirdos, die keine Ahnung ihre... Berliner mit Mett füllen oder so. Ich weiß, er pickt noch nur ein realistisches Szenario. Ich glaube, das ist eine Sache, die niemand macht. Selbst in, keine Ahnung, München machst du sowas nicht. Wie dem auch sei. Fangen wir an. Zimtschnecke habe ich tatsächlich vor einer Weile das erste Mal probiert. Ziemlich geil, ziemlich zimtig, süße Sache. Geile Textur. Es ist halt nur so für meine All-Time-Favorites. Es war auf jeden Fall stark, als ich es das erste Mal probiert habe, aber ich habe es zu wenig gegessen, um zu sagen, ob es ein S-Tier für mich werden würde. Ja, noch nicht abgrundtief schlecht, aber boah, diese Hefemännchen, die finde ich immer sehr grauenvoll. Also die sind einfach trocken. Es ist gar nicht saftig, es ist gar nicht geil, es ist einfach nur trocken. Das ist, als würdest du, keine Ahnung, Staub essen oder so, ein Stück Zement kauen. Ugh. Dann, Laugenbrötchen, würde ich sagen, sind ein C-Tier. Kannst du natürlich geil belegen, dann gewinnen die natürlich noch was dazu. Aber so ein reines Laugenbrötchen kann man auch essen, hat auf jeden Fall mehr Geschmack als ein normales Brötchen ohne Belag. Aber es gibt halt so viel Besseres, was man damit machen kann. Deswegen habe ich es jetzt mal ins Mittelfeld gepackt. Du könntest es zum Beispiel mit Käse überbacken. So gewinnen die meisten Laugensachen auf jeden Fall dazu. Packen ein bisschen Käse drauf. Käsebrezel, Käse... Käselaugenbrötchen, Käselaugenstange, alles wirklich geile Sachen. Aber haben sie auf der Liste nicht gemacht, hier ist einfach nur Laugen. Und das ist schon ein bisschen langweiliger. Da gibt es auf jeden Fall Sachen, zu denen ich eher greifen würde. Zum Beispiel, boah, Amerikaner finde ich richtig geil. Super saftiger Teig. Schrecklich, wenn du sie mit weißer Schokolade machst. Den Fehler machen zum Glück die wenigsten Bäcker oder so, aber wenn, vor allen Dingen, wenn du es irgendwie so abgepackt oder tiefgefroren kaufst, ist meistens mit weißer Schokolade und das ist nicht so geil, aber wenn du es mit Zuckerguss machst und Schokolade, geil, geile Sache. Vor allen Dingen die Größe auch, da kriegst du auch richtig Gebäck für dein Geld. Dann das ist ein Schokocroissant. Ich würde sagen, D-Tier. Also das Problem ist, ich habe halt einen Bäcker, zu dem ich manchmal gehe, der hat Schokocroissants, die sind halt mit Schokolade ummantelt. Und wenn du das einmal hattest, kannst du nicht mehr zurückgehen zu denen, wo einfach nur so ein bisschen Schokolade in der Mitte drin ist. Also wäre es so ein Schoko-Croissant, wäre es auf jeden Fall ein S-Tier. Also wenn es richtig geil, einfach so ein normales Croissant und dann ummantelt einfach mit so einer Milchschokolade oder so. Geil, wirklich geil. Aber so die sind ein bisschen langweilig im Vergleich. Dann auf jeden Fall A-Tier, Donauwelle. Kann man nicht viel mit falsch machen. Es ist fruchtig, es hat einen schönen saftigen Kuchenboden, dann Sahne, Schokolade. Das ist einfach ein guter Mix. Es ist, du stapelst einfach vier gute Sachen aufeinander und hast was Leckeres, was dabei rauskommt. Kann man nichts mit falsch machen. Belegte Brötchen, auf jeden Fall geil. Jetzt nicht S-Tier, aber ich würde das schon auf ich würde schon auf A-Tier packen. Ich glaube, das müsste mit Frikadellen oder so sein. Habe ich auf jeden Fall früher nach der Schule mir häufiger mal geholt. Ei bin ich auch großer Fan von. Na, ich glaube, dann packe ich das ein Stückchen weiter runter, weil ich würde sagen, Ei ist schon geilerer Belag als Frikadelle.
Laugenbrezel, ja, würde ich auch sagen. C-Tier, selbe Begründung wie beim Laugenbrötchen. Ist halt geiler mit Käse, so in der Variante ist ein bisschen langweilig und muss man immer aufpassen, dass sie es nicht übersalzen. Manchmal übertreiben die es mit dem Salzgehalt ein bisschen und dann denkst du dir so, uiuiui, jetzt hätte ich gern was zu trinken. Also, belegtes Bäckerbrötchen immer noch geil, aber würde ich hier auf C packen. Salami einfach so ein Belag, der mir gar nicht zusagt. Auch schon bevor ich meine Ernährung geändert habe, weil war ich nicht der größte Fan von. Dann, das ist ein B-Tier. Die habe ich vor kurzem, glaube ich, das seit langem mal wieder gegessen. Das sind so, ist so ein Plundergebäck, so ein Hefegebäck mit so einer Puddingfüllung und ein bisschen frischem Obst drauf. Richtig geile Kombination. Richtig geil. Da muss ich jetzt gucken. Ich glaube, das ist eine. Ich sag mal, das ist eine Rosinenschnecke. Ich kann es nicht genau zuordnen und. Wir sagen, es ist eine Rosinenschnecke und ich packe sie auf S, weil. Oh, ich habe so eine Schwäche für Rosinenschnecken, müsst ihr wissen. In letzter Zeit ein bisschen weniger. Es gab eine Weile, wo ich die so auf täglicher Basis gegessen habe. Und es kommt immer noch mehrmals die Woche vor, dass ich mir eine schöne Rosinenschnecke mitnehme, wenn ich die Chance dazu bekomme. Es ist einfach so ein guter, einfach so ein guter Snack. Wenn du das dann so Schicht für Schicht den Hefeteig abreißt, boah, die Rosinen, dazu die. Ich weiß nicht, ob es Marzipan ist. Ich glaube, es ist dieses Fake-Marzipan, was inzwischen in den meisten Schnecken drin ist. Trotzdem, boah, der Zuckerguss. Es ist super. Es hat eine geile Konsistenz. Es hat einen geilen Geschmack. Rosinen sind stark bei Gebäck, okay? Rosinen können Gebäck unfassbar aufwerten. Und das ist hier der Fall. Aber von den Teilen habe ich neulich mal den Namen gelernt. Warte, muss ich nachgucken. Ich habe ihn gelernt, jetzt schaue ich ihn nach. Ihr werdet mir niemals glauben, dass ich ihn gelernt habe. Im Kopf will ich ihn den drei Käse hoch nennen, aber das wäre auf jeden Fall ein guter Name. Ah, tatsächlich, das ist sogar der offizielle Name, den diese Teile haben, scheinbar haben. Und die? Definitiv auch ein Esstier. Es ist ein belegtes Brötchen. Für manche ist es vielleicht ein bisschen zu viel, wenn du ein Käsebrötchen nochmal mit Belag belegst, aber ich bin ranziger Typ, ich finde das gut. Ich finde, das trägt auf jeden Fall, steigert den Geschmack nochmal. Es hilft dem Brötchen nochmal ein bisschen mehr hervorzustechen. F-Tier. Die Teile fand ich immer, fand ich mein ganzes Leben lang super weird. Das sind diese Hähnchenstangen irgendwie mit Hefe außenrum, wo Kinder dann irgendwie das Fleisch aus der Mitte dann rauspulen, was super seltsam ist. Diese komische Fleischschlange dann. Geschmacklich fand ich die auch immer sehr trocken, als ich welche gegessen hatte früher und nee, die fühle ich gar nicht. Ich weiß, dass die beliebt sind, aber ich habe da nie zugefunden, wirklich. Dann Mettbrötchen. Ich meine, es gibt veganes Mett, also D-Tier. Ich bin momentan ein bisschen paranoid, was Mettbrötchen angeht, weil mein Bruder auf einer Firmenveranstaltung irgendwie, keine Ahnung, sechs Mettbrötchen oder so gegessen hat und danach eventuell sich ein bisschen in Lebensmittelvergiftung eingefangen hat. Und ich glaube, die Gefahr ist beim Mett relativ hoch. Und ich habe auch nie diese. Ich habe es früher auch häufiger mal gegessen, aber ich habe nie diese krasse Obsession verstanden, die Leute mit Mett haben. Das ist ja so ein deutsches Kulturgut, wo die Leute sind, Alter, lass uns mal Hackfleisch nehmen, aber lass es mal nicht kochen und die ganzen gefährlichen Sachen irgendwie rauskochen. Nee, lass es roh aufs Brötchen legen mit ein paar Zwiebeln. Super komische Angewohnheit, aber es ist doch okay. Das ist, glaube ich, ein Käse-Croissant. Easy, auch Esstier. Kommt aber immer darauf an, wie das Verhältnis zwischen Käse und Croissant ist. Es gibt ja wirklich, vor allen Dingen, wenn du irgendwie zu einer Backtheke gehst, hast du ja meistens diese Käse-Croissants, wo nur so ein paar vereinzelte Splitter drauf sind an Käse-Croissant. Aber es gibt ja auch welche, die richtig, wo du so eine richtig knusprige Schicht Käse außenrum hast. Und das sind dann die, die ich da bevorzugen würde. Normales Croissant, ja, selbes Schicksal wie das Laugengebäck. Es ist halt die Default-Version, bevor der geile Kram dazu kommt. Dann Rumkugeln habe ich nie so wirklich gefühlt. Ich glaube, das sind Rumkugeln. Es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich glaube, mir waren sie immer ein bisschen süß, aber es ist auch eine Weile her, dass ich die zuletzt hatte. Das ist ganz interessant, das habe ich heute tatsächlich vor der Aufnahme mir vom Bäcker geholt. Einfach, weil es, glaube ich, die einzige Sache hier auf der Liste war, die ich noch nicht gegessen habe. Und ich wollte natürlich dann auch wissen, wie die schmeckt und die einranken. Das ist ein Schweineohr.
Ich würde B dem Ganzen geben. Ich hatte erwartet, dass es irgendwie sehr dass es irgendwie so eine super trockene Angelegenheit wird, aber es war doch erstaunlich lecker. Ich hatte welches mit irgendwie auch noch Zuckerguss auf der Hefeteighälfte. Ich glaube, das ist wieder so eine Art Hefeteig. Vor allen Dingen diese Schokoteile hier oben, super geil. Also wenn das ganze Ding überzogen wäre, dann wahrscheinlich Esti oder so. Das klingt wieder ungesund. Aber mit dem Zuckerguss war es auch ziemlich geil. Müsste ich vielleicht noch ein, zweimal essen, um da wirklich, wie bei der Zimtschnecke, um da wirklich noch ein Gefühl für zu bekommen. Aber ich war positiv überrascht. Es hätte schlechter sein können. Ich glaube, ich habe einfach sehr lange keinen wirklich guten Muffin mehr gegessen. Also wenn ich so einen Muffin esse, denke ich mir, ja, ist okay, aber es ist vielleicht ein bisschen sehr viel Kuchen. Der kommt auch häufiger vor, dass die ein bisschen zu trocken geraten und ein bisschen geschmacklos auch werden können. Vor einiger Zeit nur so ein Standardteig ist mit ein paar Schokostückchen, wie man es hier sieht. Kann wahrscheinlich geiler sein, wenn du irgendeine Glasur oder so drauf hast, aber ich muss sagen, ich hatte echt lange keinen Muffin mehr, den ich nicht besser als ganz nett fand. Oh, F-Tier, die finde ich super langweilig. Das ist ein Sesam-Bagel. Das Problem ist halt, die Sachen, ich glaube, das ist besser, wenn du da irgendwas draufschmierst oder so. Ein bisschen Frischkäse oder sowas. Aber ich muss halt immer mit den Default-Versionen gehen. Wenn etwas hier auf dem Bild nicht belegt ist, dann ist es halt auch in meinem Kopf nicht belegt. Und so ein Ding unbelegt, finde ich immer sehr komisch, wer sich dafür entscheidet. Käsebrötchen geil. Käse ist geil, Brötchen ist geil. Ist eine gute Kombination. Oh, das ist diese... Das klingt ein bisschen ranzig, aber ich bin großer Fan von diesen Margarita, was auch immer, Fertigpizzen, die immer in diesen Backauslagen drin liegen. Meistens auch ein bisschen angebrannt sind. Ja, aber ich habe da eine kleine Schwäche für. Also wenn ich da welche in der Theke liegen sehe, greife ich häufiger zu. Manchmal sind sie auch nicht so gut, aber ich komme immer wieder daran zurück. Also irgendwas muss das heißen. Oh, gutes belegtes Bäckerbrötchen mit ein bisschen Käse. Da scheint auch noch so eine Soße drauf zu sein. Bisschen Gürkchen, bisschen Salat. Anderes Brötchen würde ich mir wahrscheinlich wünschen. Ich bevorzuge es dann, wenn das Brötchen auch ein bisschen Eigengeschmack hat. Also, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also, wenn... Es gibt ja vor allen Dingen viele, viel weißbrotartigen Brötchenkram, der hat relativ wenig Eigengeschmack und eigentlich schmeckst du nur den Belag raus. Aber ich mag es, wenn das so eine Synergie ergibt, also wenn du den Belag schmeckst, aber du hast auch ein Brötchen, das genug Eigengeschmack hat, dass es sich logisch miteinander ergänzt, also wenn du irgendwie ein dunkleres Brötchen hast, mit ein paar Körnern oder so, das hilft ungemein im Geschmack. Ich finde Weißbrot ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Die Teile habe ich nie so ganz verstanden. Ist auch wieder irgend so ein Hefegebäck mit Schokoladenfüllung. Schmeckt meistens ziemlich ranzig, wenn ich es hatte. Fühle ich überhaupt nicht. Das würde ich sagen, ist ein okayes C-Tier. Es ist eine etwas langweiligere Version von dem Plundergebäck hier, weil es ist einfach Plundergebäck mit Pudding, aber ohne die Früchte. Da fehlt da ein bisschen was. Aber es ist trotzdem noch in Ordnung. Ich glaube, das sind Mondschnecken. Ugh. Oh, und das ist, glaube ich, ein Mohnkuchen. Okay, ich muss sagen, ich konnte mit Mohn irgendwie noch nie groß was anfangen in Backwaren. Ich finde, das ist eine komische Sache, dass wir uns irgendwann gesagt haben, hey, lass mal das Zeug, aus dem wir, keine Ahnung, Opium herstellen. Ich weiß nicht mehr, ob das stimmt, aber egal. Lass mal einen Teil davon nehmen und es in unser Gebäck reinrühren. Und, boah, ich glaube, ich habe einmal versehentlich eine Mohnschnecke bekommen anstelle von der Rosinenschnecke und das war eine eklige Erfahrung. Ich mag den Geschmack von Mohn einfach nicht und Mohnkuchen finde ich dementsprechend auch super langweilig. Nicht nur langweilig, ich finde das eklig. Keine Ahnung, ich mag Mohn gar nicht. Ich glaube, das ist ein Fischbrötchen. Ist das ein Fischbrötchen? Warte. In meiner Vorstellung ist es ein Fischbrötchen. Ich denke, Fischbrötchen sind eine sehr geile Sache. Ich bin ja im Norden aufgewachsen. Ich bin sehr froh, dass es da inzwischen auch Alternativen gibt, weil geschmacklich fand ich Fisch eigentlich immer ziemlich geil und mit einem Fischbrötchen kannst du an sich ja nichts falsch machen. Bienenstich? Bienenstich würde ich sagen, ja, das sehe ich auf B. Ist ein leckerer Kuchen. Ich mag die Füllung. Ist ganz lecker. Ich bin nicht der größte Fan von Mandeln gewesen, den größten Teil meines Lebens. Ich habe erst in den letzten Jahren irgendwie angefangen auch Sachen zu konsumieren, die irgendwie Nüsse oder Mandeln enthalten. Ich fand das als Kind irgendwie super eklig.
Und von daher habe ich Bienenstich auch lange nicht gegessen. Ich glaube, ich hatte ihn jetzt ein, zwei Mal gehabt. Ja, es ist ein bisschen eine knusprige Erfahrung in meiner Erinnerung. Aber ich glaube, ich mochte die Füllung. Es ist so eine Vanillecreme, meine ich, oder? Sicher, glaube ich, liegt nicht falsch. Dann Streuselkuchen. Auch meine Oma hat früher mal welchen gebacken, war ich ein großer Fan von. Es war relativ cool. Das war dann, als wir, vor allem als wir noch im Kindergarten waren, dann, meine Oma war damals schon pensioniert, war Rentnerin, hatte entsprechend die Zeit und immer wenn eins ihrer Enkelkinder Geburtstag hatte, hat sie dann irgendwie so zwei Bleche Kuchen gebacken, eins mit Streuselkuchen, eins mit Apfelkuchen und ist dann einfach in Kindergarten gekommen und hat das da ausgeteilt. Das ist. Ich finde das charmant. Ich finde das ein bisschen cooler als so ein selbstgebackener Kuchen von der Großmutter. Ist nice. Die haben das wirklich rausgefunden, wie man guten Kuchen macht. Und ich finde, das hat ein bisschen was Persönlicheres, als wenn du irgendwie, keine Ahnung, zwei Packungen Hanuta oder so für deine Klassenkameraden oder so kaufst, weil. Also es sei ja scheinbar eine Tradition in der Schule und so ist, dass du an deinem Geburtstag nicht beschenkt wirst, sondern andere beschenkst. Egal. Das ist zwar ein sehr guter Streuselkuchen und das ist eine sehr nette Erinnerung. Von daher. Ah, hier. Ich mag Streuselkuchen bis heute, deswegen. Ich habe eine nostalgische, verklärte Erinnerung daran, aber ich mag ihn. Ja, Mexiko-Stangen würde ich nicht den S-Rang gönnen, aber ich mag die wirklich gerne. Also es ist. Mit so einer Tomatensoßenfüllung außenrum so. Ist das Sesam? Ich glaube, es ist sogar Mohn. Ich habe mich vorhin sehr gegen Mohn ausgesprochen, aber da sind es nur so ein paar Mohnkörner. Das ist was anderes. Das ist nicht der Hauptgeschmacksträger Mohn, sondern der Hauptgeschmacksträger ist die Tomatensoße in der Mitte. Und je nachdem, ob du es mit Käse hast oder nicht, halt auch noch der Käse, der geschmacklich dazu beiträgt. Und ich mag es meistens ein bisschen pikanter, jetzt nicht scharf, weil wir sind in Deutschland. Das mögen die Leute hier nicht. Alles, was über normales Paprikagewürz hinausgeht. Uiuiui, das ist zu viel für die Leute hier. Aber die machen einen guten Job, ich mag die. Oh. So ein guter Erdbeerkuchen. Oh, der sieht gut aus. Da greife ich auch des Öfteren mal zu. Oh, so schöne frische Erdbeeren oben drauf. Mit ein bisschen Sahne oder so drunter. Irgendeine Cremeschicht und dazu dieser schöne fluffige Boden. Ah, super. Wundervoll. Gerade im Sommer kannst du schön auf der Terrasse sitzen, ein Stückchen Erdbeerkuchen essen, Eiskaffee dazu, weil, kennt meine Einstellung, ich hasse es, wenn Kaffee warm ist. Ich kann das wirklich nicht leiden. Ich hasse es, wenn Leute mir einen heißen Kaffee servieren. Ich finde das absolut grauenvoll. Keine Ahnung, ich finde das nicht gut. Ich bevorzuge Eiskaffee oder es ist ja nicht mal so, dass ich dann nur super übermilchten und überzuckerten Kaffee halt trinke, weil Eiskaffee in die Richtung geht. Ich trinke auch Cold Brew oder so, aber ich mag es halt überhaupt nicht, wenn der Kaffee warm ist. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Oh, Rosinenbrötchen. B-Tier? Es gibt natürlich vieles, was besser ist, aber so ein Rosinenbrötchen ist auch nicht schlecht. Also so von den normalen Brötchen, die du essen kannst, ohne Belag, würde ich sagen, ist ein Rosinenbrötchen auf jeden Fall das Stärkste. Ist noch stärker als ein Laugenbrötchen oder so. Sie ist nur ein Weißbrot, aber die Rosinen, sie tragen halt so viel zum Geschmack bei. Das sehe ich schnell vertreten als Donuts. Donuts sind, glaube ich, so zusammen mit Rosinenschnecken so mein Lieblingsgebäck. Donuts sind richtig geil. Ich sehe das bei schnell vertreten für verschiedene Sorten. Ist jetzt natürlich nicht der Dunkin' Donut Donut, der ist natürlich noch ein bisschen geiler oder allgemein von so Donut-Ketten, aber ich denke auch so ein Backtheken oder Bäcker-Donut kann ganz cool sein. Ich war häufiger mal bei einem Bäcker, der hat das immer Rettungsringe genannt, weil du Rettungsringe bekommst, wenn du zu viele davon isst. C? Das Ding bei Berlinern ist halt. Also, es ist schwer, einen guten Berliner zu bekommen. Also, vor allen Dingen, wenn du welche von der Backtheke oder so holst oder abgepackt, die sind meist super ranzig. Musst du schon zum Bäcker gehen, wenn du das vernünftig möchtest. Mich wundert es gerade, dass Franzbrötchen gar nicht auf der Liste hier drauf sind. Ich dachte, die gehören inzwischen auch normal zum Bestand jedes Bäckers dazu. Wo war ich gerade? Ach ja, Berliner. Oder irgendwas anderes. Nennt es, wie ihr wollt. Ich hab keinen Bock. Das ist nicht der Hügel, auf dem ich sterben will, wie man fucking Gebäck nennt. Anders als andere Leute im Internet, die das scheinbar zu ihrer Identität machen.
Ich krieg halt selten gute Berliner und ich greife halt, wenn ich diese andere Sachen zur Wahl habe, greife ich auch eigentlich nicht zu einem Berliner. Wenn ich vor der Backtheke stehe und da sehe, keine Ahnung, Berliner, Amerikaner, Zimtschnecke, Erdbeerkuchen, sind alles Dinge, die ich mir eher holen würde als den Berliner. Und es ist meistens auch ein bisschen langweilig. Die Leute variieren da nicht genug. Du kannst ja an sich geile Sachen, eine geile Füllung reinpacken, aber ich esse natürlich an Silvester welche, weil es Tradition ist, aber die Leute variieren, was die Füllung angeht, irgendwie nicht genug. Ich glaube, vor ein paar Jahren haben sie eine sechste Berliner Sorte eingeführt bei den meisten Läden und das war schon, wow, Veränderung nach irgendwie 10 Jahren oder so. Jetzt gibt's auch Kirsche als Geschmack noch neben Erdbeere, Pflaume, Aprikose, Pudding. Und ich glaube, es gibt auch noch welche mit irgendeiner Rumfüllung oder so. Aber man könnte noch mehr verschiedene Marmelade da reinfüllen, das ist, was ich meine. Aber an sich ist es in Ordnung. Ich würde einen essen, wenn man ihn mir anbieten würde, aber ich würde mir nicht unbedingt einen holen. Das sieht schön aus. Okay, das ist, wisst ihr, das Brötchen, dem Brötchen gebe ich auch seinen S-Rang. Ist ein gutes belegtes Bäckerbrötchen, bisschen Ei, bisschen Gurke, Tomate, Käse, Salat. Und das Wichtige, seht ihr das Brötchen? Das ist ein Brötchen, das Eigengeschmack mitbringt. Das ist ein Brötchen, das mit den Zutaten, mit denen es belegt ist, harmoniert, zusammen spielt, einen neuen Geschmack erzeugt und nicht einfach nur da liegt und den Geschmack gewähren lässt, den der Belag einführt, ohne selbst irgendwas dazu beizutragen. Das ist ein gutes Brötchen da. Und ich würde sagen, das ist eine Art hier. Das ist ein gedeckter Apfelkuchen. Ich glaube, die bestehen zu 90% nur aus irgendwelchen Überresten aus anderen Apfelprodukten, so irgendwelche Gehäuse oder so, keine Ahnung. Aber die haben oben eine schöne Schicht Zuckerguss drauf. Manchmal sind die auch mit Rosinen. Mit Rosinen ist nochmal ein bisschen besser. Da ist in der Mitte ein bisschen Apfel. Wisst ihr was? Ist vielleicht ein bisschen hoch. Ich würde es runter auf B packen. Es gibt auf jeden Fall Kuchen, die ich besser finde, aber der ist, der kann gut sein. Es ist immer ein bisschen Hit or Miss mit den Äpfeln. Also ich hatte welche, die echt geil waren und ich hatte welche, wo die Äpfel irgendwie ein bisschen zu sauer waren oder welche, wo ich das Gefühl hatte, wirklich nur Gehäuse von Äpfeln oder so einen Scheiß zu essen. Keine Ahnung. Also das ist eine sehr hohe Range wieder. Wird wahrscheinlich eher einen holen als einen Berliner. Und das ist die einzig wahre offizielle Gebäcktierlist. Wenn ihr meinem Geschmack nicht zustimmt, dann liegt ihr falsch, würde ich sagen. Ja, das können wir im Protokoll festhalten. Wie steht ihr zu dem Backwaren? Hättet ihr das Ganze irgendwie anders eingerankt? Lasst es mich gern wissen und das war die erste und einzige Tierlist, die wirklich wichtig war. Die wirklich wichtig ist auf diesem Kanal. Alles andere könnt ihr ignorieren. Die hier. Die hier ist die Gemüter aufheizen und, keine Ahnung, Deutschland spalten wird oder so. Weiß ich doch nicht. Ja, ihr hattet Spaß. Ciao!